Wenn du deine Sony Alpha 7 III Kamera in eine wirkliche Filmkamera verwandeln willst, könnte dieses Rig für dich von Interesse sein. Die Sony Alpha 7 III oder 7S II sind Kameras, mit denen kann man verdammt gutes 4K Videomaterial produzieren. Allerdings haben diese Kameras auch ihre Limitierungen, wenn ihr nämlich ein Mikrofon oder einen Monitor anschließen möchtet. Ist ein Problem. Deswegen gibt es Kamera-Rigs, das heißt, um die Kamera herum wird ein Käfig gebaut. Auf den Käfig kann man dann unzählige viele Komponenten anschließen, wie Griffe, wie ein Monitor, wie zusätzliche Akku-Packs oder auch ein Mikrofon. Also bei meinen Filmdrehs habe ich meistens dieses Setup mit dabei, eine A7 III Kamera. Außenrum das Cage von 18, das ist perfekt zugeschnitten für die A7 III oder A7 R3. Auf meiner Linse habe ich meistens einen variablen ND-Filter. In dem Fall habe ich den hier von Nisi mit 72 mm Gewindegröße. Als Linse habe ich hier die 35 mm 1.4, auch von Sony gewählt. Wenn ihr bodennahe Shots aufnehmen wollt, ist so ein Top-Handle unverzichtbar. Und auch der Monitor, da ihr einfach das Bild viel besser beurteilen könnt. Aber auch allein zum Rumtragen ist es viel, viel angenehmer, als die Kamera irgendwo anzufassen. Von SmallRig gibt es auch diesen Haltegriff aus Holz, stabilisiert die Kamera ungemein. Wenn man jetzt mit der linken Hand den Fokus zieht, kann man sie rechts sehr gut und stabil mit dem Holzgriff halten. Also der passt wirklich gut in die Hand, ist durch diesen Rosettenmount sehr flexibel und schnell einsatzfähig. Zack, zack, passt, ist drauf. Ebenso kommt ihr gut an die Ports, also an den Mikrofoneingang und hier an den HDMI-Port, um einen externen Monitor anzuschließen. Was mir unheimlich wichtig war, ist, auf die Tasten C1 und C2 gut zu kommen. Und am 18 Case ist das Drehrädchen auch perfekt zu erreichen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, Monitor brauche ich wirklich, wenn ich draußen filme, um das Bild gut beurteilen zu können. Auf dem kleinen Display der A7 III Kamera sieht man bei Sonnenlicht kaum etwas. Da eignet sich wirklich dieser externe Monitor. Ich habe mich für den Small HD Focus entschieden, um den Fokus auch richtig gut ziehen zu können. Ein tolles Teil, nicht ganz billig, aber er hat mich überzeugt. Ich habe den ein Jahr jetzt im Einsatz, hat mich nie im Stich gelassen. Top-Teil. Den Atmos-Sound nehme ich derzeit mit dem Rode VideoMic Pro auf. Rekord heißt, glaube ich, die Version. Die Batterien bei dem Mikrofon halten gefühlt ewig. Also man kann ein ganzes Wochenende damit durchfilmen. Und unten habe ich eben noch eine Arca Swiss-Platte montiert, damit ich schnell von Stativ zu Stativ oder auf ein Gimbal-System wechseln kann. Ein Käfig hat einfach den Vorteil, ihr könnt relativ schnell ein Mikrofon, einen Monitor, verschiedene Haltegriffe dran anbauen, ohne dass viel Zeit verloren geht. Ich zeige euch jetzt mal unten in meinem Studio, wie schnell ihr die einzelnen Komponenten an das Kamera-Cage anbauen bzw. abbauen könnt. Also ich spare mir super viel Zeit damit am Dreh, lasse die Kunden ungern warten und kann so sehr flexibel auf jede Szene mich gut einstellen und sofort am Start sein, wenn es wirklich in die heiße Phase geht. Für meine nächsten Filmdrehs bin ich mit diesem Kamera-Rig sehr gut ausgestattet. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wenn nicht, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Ich habe alle Teile, die ich auf meine Kamera gebaut habe, verlinkt. Vielleicht ist ja das eine oder andere Produkt für euch dabei, was euer Interesse geweckt hat. Ich bin nach wie vor hochzufrieden mit dem Teil, werde es noch dieses Jahr in 2019 genauso weiter nutzen und freue mich auf die nächsten Produkte und Video-Reviews, die ich für euch machen kann. Bye, bye!